Hier mal ein neuer Spielzug. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Ich glaube sogar, der sieht gut aus. Das gibt's nicht. Scheißdreck. Werfen wir die Interception, ey. Mann, absolute Kacke. 2 Minuten vor Ende des Spiels. Moin, moin, meine lieben Freunde und willkommen zurück hier bei Game Testicular. Hier ist der Raphael und ich habe heute einen weiteren Part unseres Madden NFL 16 unter Mod zu euch. Jo, Aufnahme ist mal wieder gestartet hier und wir spielen heute gegen die Dallas Cowboys, glaube ich. Auf jeden Fall ein interessanter Gegner, die Lions haben wir ja schlagen können. Bisher läuft es relativ gut, sehr souverän jetzt, langsam hier eingegroovt in Madden 16. Ab nächster Saison dann eventuell hier die All-Madden-Schwierigkeit anzutreffen. Wäre auf jeden Fall eine gute Option, denke ich mal. Was das Team angeht, ja, derzeit natürlich in der NFC North auf 1 die Lions weg. Und ja, wir haben noch 3 Spiele, glaube ich. Ne, 4, oder? Cowboys, Raiders, Cardinals. Danach, glaube ich, noch 1, wenn ich mich nicht täusche. Und da schauen wir auf jeden Fall, ob wir die Dinger gewinnen können. Auf jeden Fall geben wir unser Bestes heute gegen die Cowboys. Bin gespannt, Des Bryant, Tony Romo wird auf jeden Fall ein interessantes Matchup werden hier. Und da geben wir auf jeden Fall wieder unser Bestes. Also, viel Spaß. Ich glaube, ansonsten Upgrades können wir nächstes Mal machen. Scouting machen wir auch beim nächsten Mal. Könnt ihr euch jetzt schon mal drauf freuen. Wir gehen jetzt ins Spiel gegen die Cowboys. Also, viel Spaß. Und los geht's hier in diesem Spiel gegen die Cowboys. Naja, der Start, den haben wir schon mal nicht so ganz optimal gelöst. An der 23 ist hier erst einmal Schluss. Und da geht's also los in diesen ersten Drive des Spiels. Wir schauen auf jeden Fall mal, was wir mit Aaron Rodgers, Eddie Lacy, Jordy Nelson und Randall Cobb hier primär aufs Feld bekommen. Wir spielen hier zu Hause, was natürlich schon mal eine gute Sache auf jeden Fall ist. Die Fans im Rücken, das schadet ja prinzipiell nicht. Und der erste Pass hier von Rodgers, nicht optimal getimed. Der wäre wahrscheinlich angekommen, wenn wir den besser geworfen hätten. So allerdings der erste Fehlpass. Jetzt probieren wir es mal mit dem Quick Toss. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Cowboys hier leisten können. Und das ist eine relativ starke Verteidigung hier gewesen. 2 Yards Raumverlust am Ende. Klar, wir haben hier Rodgers. Der kann sowas regeln, soll es natürlich in dieser Situation auch regeln. Für einen 12-Yard-Raumgewinn suchen wir uns mal den Flanker Dick aus und dann hoffen wir, dass Jordy Nelson da gut einbiegt. Der hat ein ganz gutes Route Running, leider einen schwächer als der Cornerback. Aber unterm Strich müssen wir auf jeden Fall schauen, was wir hier geboten bekommen. Und ja, das war am Ende des Tages nichts. Die Dallas Cowboys starten ja mit einem sehr, sehr guten defensiven Drive hier rein, machen alles richtig. 2 Pässe kamen nicht an. Beim letzten haben sie uns ordentlich unter Druck gesetzt. Und so kann Aaron Rodgers seine Offensive hier nicht in dieses Spiel bringen. Verunsicherung macht sich breit und jetzt müssen unsere Green Bay Packers hier erstmal punten. Das tun wir in dieser Situation auch und wir hoffen natürlich, dass die Cowboys aus ihrer Offensive hier auch nicht so viel rausholen können. Das wäre uns ganz lieb. Wir haben die beste Defensive der Liga. Das betonen wir in den letzten Parts immer wieder. Und das wollen wir heute auch wieder zeigen. So, wir spielen hier mal Barrington Dix, unseren Middle Linebacker, wenn ich mich nicht täusche. Ihr wolltet ja eventuell Clay Matthews sehen. Den haben wir jetzt da erstmal gelassen auf der Position vorerst. Eventuell stellen wir den nochmal auf die MLB-Position. Wir machen jetzt mal weiter. Das war auf jeden Fall schon mal gut verteidigt hier. Eventuell ein Blitz auf Romo. Die wollten den Laufspielzug hier durchbringen. Tony Romo einfach ein ganz gefährlicher Mann. Und du musst auch auf jeden Fall hier auf Des Bryant aufpassen. Der natürlich auch immer für einen phänomenalen Catch zu haben ist. Ja, und hier ist der erste gute Pass von Tony Romo. Und der kommt direkt an. 22 Yards Raumgewinn durch Beasley. Ich tippe mal jetzt wieder auf ein Laufspiel. Sie haben es ja letztes Mal auch beim ersten Spielzug probiert.
Und das geht hier sogar gut. Wir kriegen den ersten Hit dahin. Allerdings läuft er noch ein bisschen weiter. 7 Yards after contact hier für den Running Back der Dallas Cowboys. Die Cowboys machen hier also zu Beginn direkt mal klar, dass wir auf jeden Fall aufpassen müssen. Sowohl Pass- als auch Laufspiel wollen sie hier in dieses Spiel einbringen. Und das ist natürlich für uns auf jeden Fall die Ansage, auch hier variabel in der Defensive zu stehen. Den haben wir gut verteidigt. Der kam nicht an. Jetzt haben wir den 2. und 10. Und so soll das hier natürlich weitergehen. Sieht man wieder eher nach einem Pass aus. Wird allerdings ein Laufspiel. Und den Hit gibt es. Und zwar 27. 3. und 6. Und über die rechte Seite versuchen wir jetzt mal einzubrechen da. Bin gespannt. Und der ist wieder völlig frei, aber incomplete. Sehr gut, dann nochmal nachgesetzt vom Verteidiger. Ganz wichtig hier von Sam Shields, der den Receiver dann nochmal ordentlich unter Druck bringt. Und damit lässt er den Ball fallen. 4. und 6. Jetzt nehmen sie das Field Goal mit und gehen hier 3-0 in Führung. Den Touchdown konnten wir hier vorerst verhindern, was natürlich vor allen Dingen einen freuen wird hier, nämlich unser Publikum. Denn jetzt sollen sie wieder unsere Offensive zu sehen bekommen und die sollen jetzt zeigen, was sie wirklich drauf haben. Und vorwärts. Wir laufen an der Seite, werden allerdings an der 29 wieder zu Fall gebracht. Dann geht's also los. Nächster Drive. Mal sehen, ob wir jetzt mal den ersten Pass auch in diesem Spiel anbringen können. Wir starten ja mal mit so einem Flanker-Drive-Spielzug. Generell ja eigentlich eine relativ sichere Nummer. Wenn das Backfield hier allerdings gut steht, können sie das natürlich auch einigermaßen verteidigen. Der war nicht schlecht, den haben wir aber dann mit dem falschen Pass geworfen, sodass hier nur 2 Yards Raumgewinn bei rauskommen. Hätten wir den mit dem Ding gefangen, beziehungsweise einen ordentlichen Pass geworfen und dann auch Run After Catch X gedrückt, dann wären hier noch deutlich mehr Yards drin gewesen. Corner Strike, letzte Sekunde läuft hier. Und dann müssen wir hier hinwerfen, ganz klar. Und dann gehen wir da über die Linie zum First Down. Ganz, ganz wichtig. Endlich hier mal ein First Down erkämpft. Inside End of 0-1 Trap. Und das ist natürlich für einen besonders gut, nämlich Freddy Lacy. Und der holt hier direkt mal 9 Yards Raumgewinn. Natürlich sehr gut hier. Schön links, rechts, zickzack gelaufen. Und das beschert uns am Ende den 2. und 2. Doch nur 8 Yards Raumgewinn. Ich dachte, wir wären da an den 9 zu Boden gegangen. War letztlich eine Fehleinschätzung. Aber auch hier wieder extrem viel Platz. Lacy, dann gab es nochmal die Flag. In der Situation kann ich mir eigentlich nur eine Face Mask vorstellen. Gegen die Dallas Cowboys. Und es gibt aber tatsächlich hier einen Spielzug bzw. eine Strafe gegen uns. Wirft uns wieder 5 Yards zurück. 6 sogar, komischerweise. 2008. Mysteriös. Nun gut. So, die Patriots haben gerade einen Touchdown gemacht. Ja, das läuft. Sehen wir da unten. Gerade angezeigt nebenbei. Läuft nämlich die NFL. Jetzt kommt hier mal ein Counterspielzug. Und da bin ich gespannt, ob der gut gehen wird. Das sieht nicht schlecht aus. Eddie Lacy geht aber nicht zum First Down. Aber er bringt uns da gut in Reichweite. Das ist wichtig. 3. und 2. Und mit dem 0-1-Trap versuchen wir jetzt nochmals hier zum First Down. Das gibt's ja gar nicht. Das haben die verteidigt, oder? So, QB Sneak. Und das sollte eigentlich ein First Down sein. 0-1-Trap. Ein Spielzug, der mir gut gefällt. Eddie Lacy gefällt dir auch gut. Denn er macht zunehmend mehr Yards damit. 1:55 haben wir jetzt noch in dieser ersten Halbzeit hier. Um vielleicht noch irgendwas hier klar zu machen. Um noch Punkte zu machen, um hier auszugleichen oder sogar in Führung zu gehen. Als nächstes wieder ein Quick Toss. Und dafür suchen wir natürlich auch wieder hier Lacy in das Spiel gut einzubinden. Das funktioniert hier einigermaßen. Ob das jetzt ein First Down war, weiß ich nicht. Ob er die Lacy nicht vorher schon am Boden war. 3. und 1. Kein First Down. Und das ist natürlich extrem wichtig. Hier wieder Lacy. Wir brauchen jetzt in der Minute allerdings Punkte. Das heißt, wir müssen uns jetzt vielleicht wieder so ein bisschen ans Passspiel ranwagen, aber aufpassen, dass wir keine Interception riskieren. Am liebsten aus der Shotgun Formation werfen und dann vielleicht hier mal so ein Smash-Spielzug.
Der soll es dann letztlich sein. Auf der RB scheint das nicht schlecht zu sein, aber incomplete. Leider nicht festgehalten hier vom Receiver. So, PA Scissors. Auch das natürlich schon eine Waffe. Der ist gut. Der war sehr gut. Der war sehr, sehr gut. Jetzt nehmen wir mal ein Timeout, um die Zeit hier anzuhalten. 44 Sekunden. Und wir wollen hier den Touchdown im besten Falle. Nochmal ein Play-Action-Pass. PA deep in. Und der sieht gut aus. Incomplete. Da kam noch einer von hinten. Gut gemacht von den Cowboys. Und jetzt probieren wir es nochmal mit dem Flanker Dick. Und diesmal ist er völlig frei. Jordy Nerzen. Diesmal war er völlig frei. So müssen wir den Jungen einfach in den Raum bringen. Fünfter Receiving Touchdown dieser Saison für Jordy Nerzen. Und natürlich hier kurz vor der Halbzeit extrem wichtig mit diesem Touchdown. Und er ist natürlich einer der wichtigsten Spieler für unser Team. Ganz klar die Nummer 87. Unser Wide Receiver Jordy Nerzen. Sehr schön. Führung. Den Extrapunkt wollen wir hier natürlich auch ganz normal mitnehmen. Das sieht auch gut aus. Und jetzt haben die Cowboys nochmal 33 Sekunden. Ich weiß nicht, ob sie hier wirklich nochmal versuchen werden, gegen diese Defense zum Touchdown zu kommen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und sie dürfen direkt an der Null starten. Er geht nicht auf die Knie. Sie werden an der 20 gestoppt. Und ich denke, jetzt wird primär hier ein Laufspiel kommen. So, Laufspiel, das ist das, was ich sagte. Wir verteidigen trotzdem die Zone, um die hier einigermaßen sauber zu halten. Man weiß ja nie, wenn dann nämlich doch der Pass kommt, dann gucken wir dumm aus der Wäsche. Deswegen hier meinetwegen auch Cover to Man. Aber es wird hier nichts anderes kommen. Nein, es geht in die Halbzeit. 7-3 Führung. Und ja, die Cowboys starten in Halbzeit 2. So, sie werden gestoppt an der 23. Und jetzt bin ich gespannt, ob sie den Touchdown hinkriegen oder ob unsere Defense langsam sich warm gelaufen hat. Laufspiel. Gestoppt. Sehr schön. Nicht bis zum Touchdown gekommen. Aber 4 jetzt Raumgewinn ist doch schon ordentlich gewesen. Hier machen wir wieder eine Manndeckung. Wir nehmen uns hinten mal wieder Barrington hier. Unseren MLB. Oh, das war nicht gut. Da müssen wir jetzt aufpassen. Da müssen wir hinten den Kollegen jetzt nehmen. Und der muss ihn unbedingt ins Ausdrücken. Das haben wir geschafft. Eieieiei. So, Daniels darf. Hatten wir gehabt. Wieder ein Raumgewinn. Schade. 2. und 4. Die Cowboys sind echt damit enormen Verletzungspech geplagt. Tony Romo und Dez Bryant fallen ordentlich lange aus. Ich glaube, für Tony Romo war sogar die Saison vorbei. In Madden ist das hier natürlich ein bisschen anders. Eigentlich sind die Cowboys ein Team, was auf jeden Fall in die Playoffs gehört, meiner Meinung nach. Allerdings, wie gesagt, in echt sieht's halt jetzt echt bescheiden aus, muss man leider sagen. Hier arbeiten sie sich gerade gut durch, muss man sagen. Machen einen soliden Job, vor allen Dingen auch Tony Romo weiß, wie er hier seine Spieler, seine Jungs anführen muss. Und auch hier wieder ein schöner Pass auf seinen Tight End, denke ich mal, der war das. Sah zumindest ordentlich stabil aus. Witten, ja, einer der besten Tight Ends im Spiel, Jason Witten. Zeigt ja, was er kann. So, wir drücken mal Spread. Den Pass haben wir verteidigt. Oh ja. Den Pass haben wir verteidigt. Wir haben Spread gedrückt. Wir haben QB Contain gedrückt. Was ein bisschen überflüssig war. Aber kaum haben wir die Adjustments hier mal gemacht, war Ellington da. Interception. Wunderschön. Und das so kurz vor unserer eigenen Endzone. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Wunderbar. Die Defense ist da, wo sie sind soll. Und jetzt gibt es mal einen Halfback. Slips Green. Lacey. Ja, schade, da war noch einer da. Den konnte keiner blocken. Die Jungs vorne in der O-Line scheinbar ein bisschen zu schwach. Naja, 2008 jetzt. Wieder ein interessanter Spielzug. Play Action. Und schaut euch diese Lücke an. Jordy Nerzen ist ein Mann, der diese Lücken nutzt. Und das war wieder ein schöner Pass hier von Rodgers, der sich jetzt nach den ersten Fehlversuchen, die er hatte hier direkt zu Beginn des ersten Viertels, langsam aber sicher in das Spiel einfindet. Und den Dallas Cowboys hier sein Spiel aufzwingt, was natürlich wichtig ist. Und wir versuchen weiterhin kontinuierlich hier unsere Yards zu erzielen. Jetzt mal wieder mit einem Quick Pass hier, der allerdings besser verteidigt wird. Deswegen mal werfen wir den da hinten hin. Oh, nice, die beiden Titans waren auf jeden Fall gedeckt. O-1-Trap. Lacey, ah, gut gestoppt. Da war keine Lücke. Wir hätten überall ein bisschen angeeckt. Dann wollte ich links vorbei, aber das war auch letztlich eine dumme Idee. Schade eigentlich.
Halfback-Counter. Der ist nicht schlecht, Eddie Lacy macht das extrem stark. Geht zum First Down. 37 Yards hat er bisher geholt. Er macht immer die... Er macht nicht die Big Plays hier. Das macht er bisher selten, ne? Aber er macht auf jeden Fall solide Runs hier. Und das ist ganz, ganz wichtig auch für unser Team. Und nochmal der Halfback Slip Screen. Diesmal sieht das besser aus. Aber wenn er nicht die Drehung machen würde, würde das hier einen Touchdown geben. Mann, das ist echt ärgerlich. 2014, auch ein dicker Raumverlust hier. Ärgerlich, ey. Jetzt probieren wir mal Jelson hier, sag ich schon, auf diese Postroute zu schicken. Na, schmeiß das Ding doch weg, Rogers, lauf. Lauf selber, komm. Und wir gehen ins Aus. Da war keine Chance. Ich hatte keinen gesehen, der irgendwie frei war. Und den Pass will ich dann auch nicht riskieren. 3. und 8. Hier mal ein neuer Spielzug. Ich habe gerade vergessen, wie er heißt. Ich glaube sogar, der sieht gut aus. Das gibt's nicht. Scheißdreck. Werfen wir die Interception, ey. Mann, absolute Kacke. 2 Minuten vor Ende des Spiels. Die Zeit vergeht in diesem Spiel hier viel zu schnell. Wir drücken mal den Run up Middle, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er hier passt. Deswegen hier ab, Mitte dicht machen. Sehr gut. 2-Minute-Warning. Jetzt müssen wir verteidigen, sonst können wir dieses Ding hier verlieren. Ich war die ganze Zeit ruhig eigentlich, weil ich dachte, wir können das Ding hier... Also nicht sicher mitnehmen, klar, die Dallas Cowboys sind ein starker Gegner. Aber wir haben unser Spiel, unser Gameplan hier gut gezeigt, haben solide gespielt. Aber dann kam hier die Interception. Und so eine Interception kann ein ganzes Spiel verändern. 3. und 1. Wir machen wieder hier die Pass. Oh, oh, oh. Ah, wir haben wieder den Pass verteidigt. Das muss jetzt hier so bleiben. Die brauchen ja den Touchdown. Wir müssen jetzt hier in 1 Minute 40 also vorwärts kommen. Wir müssen jetzt hier die Zonen decken. Keine Frage, vielleicht gleich mal eine Big Dime Verteidigung. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier noch was anderes kommt als ein Pass. Ah, das war nicht gut. Da haben wir uns da hingeschmissen. Und den musst du fangen. Den musst du in der Situation fangen. Da stehst du absolut richtig. Und dann musst du hier die Interception für dein Team holen. Also das war natürlich hier alles andere als gut. Wir versuchen den QB zu sacken, während die Jungs hinten versuchen, die Räume dicht zu machen. Der war zu weit. 3. und 10. Unsere Defensive kann uns hier wieder im Spiel halten. Wir müssen Tony Romo hier stoppen. Er sieht keine Möglichkeiten. Da hat er einen Jungen. Das gibt es nicht. Tony Romo ist da. 29 Yards. Die kann er locker aus dem Handgelenk werfen. Diese Entfernung. Diese kann er ganz, ganz locker werfen. Junge, rauf da. Haut den um. Kein First Down. Sie haben noch alle 3 Timeouts. Wir müssen hier Romo platt machen. So, der war gut, aber der kam auch wieder ans Ziel. Was ist das hier für ein Finish? Das kann nicht wahr sein. Hinten alles dicht machen, Jungs. Pass verteidigen. Langsam könnt ihr das schon wieder mit dem Laufspiel probieren. Und da ist er. Touchdown, Dallas Cowboys. Booth Review. Jetzt bin ich gespannt. Es ist schwer zu sehen. War der zweite Fuß drinne? Na. Naja, gut. Beide Füße hatte er zum Zeitpunkt des Catches am Boden. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Ball hier komplett war. Und der Receiver also hier einen ordnungsgemäßen Ball gefangen hat. Und jetzt hier die Cowboys in Führung bringt. Was wäre das hier für eine Wende durch die Interception unseres Quarterbacks Aaron Rodgers? Es zählt. Touchdown. Und uns bleiben 47 Sekunden in dieser Partie. So, 47 Sekunden zum Glück. So, jetzt brauchen wir Routen, die nach außen gehen. 70 Yards. Und wir haben 3 Timeouts. Unmöglich ist es nicht. Corner Strike. Wie gesagt, wir brauchen die Routen auf Outside. Der war nicht schlecht, aber Nelson kann nicht festhalten. Ein Field Goal könnte uns hier in die Overtime bringen. So, sie spielen hier Cover 3. Wir schicken Nelson. Nelson ist größer als der Cornerback. Incomplete. Dieses Duell können wir noch ein paar Mal gehen.
Und ich spielen Cover 2. Damit Nelson vielleicht in der Mitte beim Flanker Dick frei. Er hält das Ding zumindest fest. Er hält das Ding zumindest fest. Ganz ehrlich, das Ding ist für mich hier noch lange nicht abgeschrieben. Wir geben hier unser Bestes. Wir werden uns hier den Arsch aufreißen. Bis zum allerletzten. Nelson. Der war verzogen. Mann, Aaron, solche Bälle darfst du nicht werfen. Solche Bälle darfst du in solchen Spielen nicht werfen, Aaron. Solche Bälle darf hier Rodgers aber mal sowas von gar nicht werfen. Nelson. Incomplete. Der Ball ist incomplete. Es sind nur noch 11 Sekunden. Junge, Junge, Junge. Was ist das hier für eine Spannung? Und da hinten ist er frei. Da hinten ist er frei. Giannis! Giannis! Ja! Giannis! Ja! Keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das ist. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. Ich kenne den Jungen nicht mal. Ich habe nur gerade geschaut und seine Werte waren gut. Seine Werte waren gut. Und das gibt's doch nicht. Und dann ist Aaron Rodgers da. Das gibt's nicht. Oh, ho, 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 ho. Junge, Junge, Junge. Wie geil ist das denn bitte? So, extra Punkt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Unglaublich. Unglaublich hier gemacht. Natürlich spielen wir jetzt hier einen Kick-off-Middle, der nicht allzu stark ist. Einfach damit sie laufen müssen und damit sie das Zeit kostet. Das ist das Wichtigste. 2 Sekunden haben sie noch, klar. Einmal Hail Mary. Und das ist unglaublich. Das ist ausgerechnet Giannis, ein Mann, den ich vorher, wie gesagt, nicht kannte, der dann auf einmal als Ersatz aufs Feld kam, dass der hier dominiert und den Touchdown macht. Das war der Spielzug seines Lebens. Das war der Spielzug seines Lebens. Da halte ich mich, da mache ich mich fest hier. Und dann, ja, Ball am Boden. Tony Romo gesackt. Das ist der Sieg. Junge, Junge, letzte Aktion, allerletzte Aktion hier haben wir das Ding rumgerissen. Unglaublich, richtig, richtig stark. Vielen Dank an unseren Wide Receiver da, der eingesprungen ist und hier das Ding letztlich klar gemacht hat. Rodgers hat natürlich dann auch mit dem Pass das, was er kann, dazu beigetragen. Und ja, wir gewinnen dieses Spiel am Ende mit 14 zu 10. Knappes Ding, es hat mir trotzdem richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, so eine spannende Folge hätte einen Daumen nach oben verdient. Ich würde mich jedenfalls richtig freuen, wenn wir hier auch so 30, 35 Däumchen nach oben knacken können. Wäre auf jeden Fall cool. Ich denke, das Spiel hätte es verdient. Vielen Dank schon mal für euren Support. Wenn ihr Bock habt, uns bei Facebook, Twitter und Instagram zu folgen, einfach unten in die Beschreibung schauen. Ja, und uns folgen, liken, was auch immer. Würde uns auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Raphael von GameTesticle HD.